So, Freunde, wenn das nicht mal sexy ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Die Chicken Wings, die Geflügelchen hier, die kann man natürlich schön direkt grillen auf dem Rost. Gar kein Problem, werden die auch schön. Ich habe das jetzt schon öfters mal gemacht auf unserem XXL Rondell Drehspieß. Hab die quasi aufgepikst drehen lassen und das wird so knackig, knusprig, saftig, lecker, sexy, unfassbar. Das macht einfach nur Spaß und deshalb unbedingt wirklich eine Empfehlung von mir, damit zu arbeiten. Oftmals kann man die auch beim Türken zum Beispiel super lecker mariniert kaufen. Da bin ich sogar fast damit einverstanden, dass man die auch in Öl kauft. Sonst habe ich ja immer ein riesen Problem oder eine Abneigung gegen in Öl marinierten Geschichten. Hier ist das vollkommen okay, weil das Fett natürlich auch nochmal heiß wird und auch nochmal die Haut deutlich knuspriger werden lässt als ohne. Wenn man die direkt drauf grillt, auf keinen Fall mit Öl. Ich mache es mir heute besonders einfach. Ich nehme heute unser Red One, Rohrzucker, Salz, Pfeffer, Paprika, Edelsüß und Chiliflocken. Also alles Zutaten, was einem Grundprodukt schmeichelt. Von daher würze ich jetzt einfach mal die Chicken Wings hier. Lass die auch ein bisschen stehen, dass sie Zeit haben zu marinieren. Und dann können wir die später aufpieksen. Wichtig ist einfach, dass überall was Gewürz und Geschmack dran kommt. Da soll ja auch jeder lecker werden. Das stelle ich jetzt erstmal an die Seite. Das stört jetzt gerade nur. Wir geben dem Gewürz einfach die Chance, in das Fleisch so ein bisschen einzuziehen, schon mal die Haut so ein bisschen anzugreifen, sage ich mal. Das Salz darin entzieht ja auch die Feuchtigkeit, dass dann auch die Haut eine Chance hat, knuspriger zu werden. Kommen wir zum dritten Kameraden hier. Hier habe ich mal eine Chicken Party aufgemacht. Einmal die Maispoulade, die braucht gute anderthalb Stunden, würde ich sagen. Hier die Chicken Wings, die lassen wir als erstes jetzt mal knusprig werden. Und wenn die fertig sind, schiebe ich die Maispoulade ein bisschen mit in die Mitte. Dann kommen hier noch die Rosmarinkartoffelchen drunter. Wunderbar, es läuft. Und hier die Chicken Wings, wir sehen, die kriegen richtig schön Röstaromen langsam. Die Maispoulade natürlich nur so halbherzig derzeit, einfach weil ich noch zu weit weg bin von der Flamme. Wenn ich die nachher runterhole, schiebe ich die Maispoulade in die Mitte und dann können wir da auch Zündstoff geben. So, Freunde, wenn das nicht mal sexy ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Die können wir jetzt runternehmen. Jetzt kommen wir zu dem Tipp, den ich euch genannt habe, dass die Flügelschrauben oben in einer Richtung einfach sind, dass wir halt hier wunderbar arbeiten können. Jetzt gerade nehme ich die Spieße aber mal schnell so runter. Das Schöne ist, es ist halt einmal aufgespießt und schon sind wir quasi fertig. Der Grill macht den Rest. Wenn der das jetzt direkt auf dem Rost grillt, dann seid ihr immer am Arbeiten, Flammen und hier Frau am Schreien, Kind am Schreien. So haben wir keine Probleme. Herrlich. Das ist übrigens immer ein gutes Zeichen. Oh, guck mal, wie easy die hier runtergehen. Ein Berg voller Glück. Und jetzt zeige ich euch, wie geil saftig die sind. Vielleicht habt ihr das gehört, wie crunchy die sind.